Mood Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Mood Talk. Ich habe heute eine ganz spannende Runde eingeladen und wir möchten uns unterhalten über einen Themenbogen, der da geht von Staunen und Neugier und Überraschung über die Gedankenfreiheit bis zur Narrenfreiheit. Und freue mich sehr, auf der einen Seite schon sattsam bekannte Mood Talk Gäste, Elfi und Dominik, zu begrüßen und zum ersten Mal auch die liebe Tina dabei zu haben. Tina, ich fange vielleicht kurz an, dich vorzustellen. Ich kenne die Tina seit, ich schätze, ungefähr 10 Jahren. Da habt ihr mich mal ganz am Anfang der Mutmacherei eingeladen, zu euch ins Künstlerkollektiv Times Up in den Linzer Hafen. Und ich war damals noch ganz frisch gefangen quasi in dem, was ich tue, habe selber noch nicht genau gewusst, was ich tue, und war sehr beeindruckt von eurem kreativen Umfeld. Ja, das hat so dieses wunderbar künstlerische, kreative für mich ausgestrahlt, eine ganz eigene, faszinierende Welt. Und ihr beschäftigt euch ja sehr viel auch mit Zukünften, ja, so mit wie die aussehen könnten, wohin sich die Welt entwickeln könnte, und macht das auch erlebbar in Räumen. Vielleicht so viel nur mal zur Einleitung, ich hoffe, das passt so. Und Elfi und Dominik, ganz liebe Freunde von mir, die in der Schweiz zu Hause sind und sich sehr viel mit Solution Focus beschäftigen. Vielleicht zur Erinnerung und Auffrischung, ihr seid ja mehr als 2 Jahre mit eurem Wohnmobil durch Nordamerika und Europa getourt und habt Solution Focus, den lösungsfokussierten Ansatz, geatmet, in die Welt gebracht, aus der Welt aufgesogen, vernetzt und so weiter, und seid auch jetzt ganz diesem Thema verschrieben und auch dem Thema Interaktionen. Hier die Parade Interactionalists. Und ich glaube, das, was uns alle verbindet, ist auch so dieses Schauen auf die Zukunft, auf mögliche Zukünfte, wie wir sie gestalten können. Und heute möchten wir uns gemeinsam eben mit diesem Themenbogen beschäftigen, zu dem ich auch ein bisschen was erklären möchte. Das Gespräch, das wir heute führen, dient als Grundlage für den Soul-Kalender, also Soul für Menschen, für Solidarität, Ökologie und einen Lebensstil mit Zukunft. Und Soul hat mich eingeladen für den Kalender des nächsten Jahres, der zum Thema Offenheit sein wird, ein paar Gedanken einzubringen. Und die wollte ich nicht nur aus meinem Oberstübchen schöpfen, sondern gemeinsam mit anderen Menschen entwickeln. Und dazu möchte ich euch heute ganz herzlich einladen und uns begrüßen. Die Themen, die ich angesprochen habe, so dieses Staunen, Neugier, Überraschung, Gedankenfreiheit, Narrenfreiheit, also ich denke mir, so wir mit unserem Background würden ja wahrscheinlich im Normalfall da alle aufjaulen und sagen, ja, hurra, hip, hip, natürlich, unbedingt brauchen wir es, alles wunderbar. Ich habe mir aber gedacht, so vor dem jetzigen Hintergrund, ja, wie es zurzeit in der Welt auch ausschaut, so vielleicht für Menschen, die das irgendwann später sehen, ein bisschen zum jetzigen Hintergrund. Wir befinden uns immer noch in einer Pandemie, auch wenn sie vielleicht schon ein bisschen am endemisch werden ist oder ein bisschen den Schrecken verloren hat. Seit 7 Wochen ist Krieg in der Ukraine und die Klimakrise bekommt eine immer bedrohlichere Dringlichkeit. Und ich habe so ein bisschen auch den Eindruck gehabt, wenn wir jetzt einfach hippie, hurra, Neugier ist wichtig, Narrenfreiheit ist wichtig und so weiter, dann ist das kommt mir ein bisschen unauthentisch vor diesem Hintergrund. Ja. Und ich habe mir gedacht, vielleicht können wir unser Gespräch auch ein bisschen in die Richtung bringen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Steilvorlage für den Anfang, aber schauen wir mal, vor diesem Hintergrund und in dem, was wir jetzt auch wahrnehmen, so in der kollektiven Bestimmtheit, sind das immer noch Ressourcen,
die wir auch nützen und verwenden können und sollen, gibt es von dem Staunen, der Neugier auch die Seiten, die passend sind zu dem Schweren, was im Augenblick auch da ist. Gibt es für die Narrenfreiheit, die wir ja alle normalerweise im Leben genießen und wünschen, gibt es da auch Grenzen, wenn Individuen vollkommen unhinged sind und die ganze Welt bedrohen und terrorisieren? Also so die Idee, das Thema vielleicht auch einmal von der ein bisschen ungewohnteren Seite anzuschauen. So, das ist mal das, wo ich mir gedacht habe, das wäre vielleicht so zum Einstieg einmal ein bisschen von, wie man in Wien sagt, von der Maschek-Seite. Aber ich glaube, ganz gut passend zur Zeit. Ich möchte uns alle einladen, einfach Gedanken dazu auf den Tisch zu legen. Es ist ja ein Gespräch, kein Interview oder so. Gibt es schon irgendeinen Impuls von irgendjemandem? Ich könnte beginnen, und zwar, also vielleicht jetzt abgesehen von dem nicht ganz dicht als einer der Themenbereiche von heute, also jetzt nur, weil du auch erwähnt hast, dieses Staunen, Neugierde, Überraschung hin zur Narrenfreiheit, Freiheit, Gedankenfreiheit. Ich habe ja da ohnehin vielleicht nicht den unverzüglichen Hip-Hurra-Gedanken gehabt, also speziell bei der Gedankenfreiheit. Habe ich ja von vornherein wahrscheinlich auch so ein bisschen einen skeptischeren Zugang, ja? Weil es mir oft auch sehr allgemein platzig vorkommt. Und was jetzt das Staunen betrifft, hat Staunen dann kann ja auch diesen, also wenn man es jetzt so ein bisschen in dieses, also dein Anstoß, das jetzt in eine aktuellere, oder tatsächlich gegenwärtige kriegstreiberische Ecke mitzudenken oder mitzunehmen, fällt mir natürlich schon auch sofort ein, das Spektakel beim Staunen. Also wir staunen natürlich sehr gerne über Dinge, die spektakulär sind, die natürlich auch aufmerksam heischerisch sind. Also da wären wir dann vielleicht so ein bisschen bei den medialen Aufbereitungen von dem, worüber wir staunen dürfen sollen, wie wir auch geleitet werden, was es jetzt gilt zu bestaunen, ob jetzt negativ oder positiv konnotiert. Und es fällt mir beim Staunen auch noch was ein, das ist, funktioniert für mich im Englischen ein bisschen besser, das ist sozusagen dieses Wonder and Awe, das mit Ehrfurcht ins Deutsche übersetzt jetzt nicht ganz meine Kiste ist, ja, aber eine bestimmte Ehrfurcht jetzt vielleicht auch im Sinne von Wertschätzung und gegenseitiger Anerkennung und somit eigentlich dann wieder, also das Staunen ist dann trotzdem häufig eher, vielleicht hat auch sowas Passives, lässt mich draußen. Und bei der Wertschätzung in irgendeiner Form oder eben auch bei der Ehrfurcht bin ich vielleicht noch involvierter. Um jetzt so ganz vielleicht, also ich möchte jetzt nicht zu, also würde es nicht irgendwas über, also würde es nicht zu dominant sein oder irgendwie komisch, aber eben jetzt nur noch ganz kurz zum nicht dicht, also dieses nicht ganz dicht, das hat mich eigentlich am meisten angesprochen, ja? Weil das ist porös, das lässt viel zu, das integriert, das nimmt mit rein. Das hat irgendwie, das ist einfach, das ist nicht hermetisch abgeschlossen, ja? Das ist auch noch nicht, das ist nicht definiert. Das lässt uns dann eigentlich die Freiräume, die ich, wenn ich höre, Gedankenfreiheit, nicht mehr habe. Ja, weil ich denke, ich muss immer alles zulassen, weil die Gedanken ja ach so frei sind. Und ich habe ein bisschen Angst vor den ach so freien Gedanken. Ja, ich finde es nur spannend, so gerade wenn ich euch beiden da zuhöre, zu schauen, welche Richtung wollen wir jetzt unseren Gedanken geben, welchen Richtungen
oder welche Richtung wollen wir unserem Staunen geben, welche Richtung wollen wir unserer Neugierde geben. Und gerade im Zusammenhang mit Themen wie Klimakrise, im Zusammenhang mit Themen wie Krieg, mit der Pandemie und all dem, was da für manchen am Guten und für ganz viele vielleicht an weniger Gutem passiert ist, ist so für mich immer wieder die Frage, wann wir von einer Welt ausgehen, in der Veränderung ständig stattfindet, im Kleinen wie im Großen. Hey, welchen Unterschied macht es, wenn wir neugierig bleiben für all diese kleinen Veränderungen, die in eine gewünschte Richtung gehen? Das, was du mit der Mutmacherei machst, Ira, ja, diese kleinen Veränderungen, diese Leuchtfeuer, diese Highlights an dem, wo Menschen etwas machen, gemeinsam mit anderen meistens, wo einen Unterschied macht in eine Richtung von dem, wo wir mehr sehen wollen. Und wie das Samen sieht in andere Richtungen. Und für das braucht es ein neugierig sein, für das braucht es ein offen sein und für das braucht es ein Staunen, ein Erkennen von dem. Da braucht es ganz viel Aufmerksamkeit und natürlich auch eine gewisse Richtung in den Gedanken hin zu dem, was wollen wir? Und wie können wir, wie kann es uns gelingen, das, was wir wollen, in einen Dialog zu bringen und da möglichst viele Menschen über das in einen Dialog zu bringen und für das neugierig zu sein, wie können wir die Unterschiede nutzen, die da sind, anstatt die Unterschiede uns zerstören lassen? Und wie können wir dazu beitragen, einen Rahmen zu schaffen, einen gesellschaftlichen Rahmen, einen Rahmen auch im ganz Kleinen, ja, in unserem Dialog, dass unsere Stimmen gehört werden, in der Vielfalt, dass wir einen Rahmen haben, wo wir uns einfach freudig dem Ausdruck verleihen können, was wir wollen, aber auch mutig, uns zu widersprechen und trotzdem zu merken, das hat einen Wert und wir müssen uns wegen dem nicht bekämpfen, sondern das ist was, auf dem wir aufbauen können. Und wenn wir neugierig bleiben für das, wo wir gemeinsam wollen, und das ist für mich jetzt dann egal, ob das eine Klimakrise ist, ob das ein Krieg ist, ob das eine Pandemie ist oder ob das einfach nur in einer Beziehung eine Meinungsverschiedenheit ist, wo wir einfach grundsätzlich anderer Meinung sind in etwas, wofür wir brennen, was uns wichtig ist, da uns immer wieder einzuladen, neugierig zu sein, offen und auch mal zu staunen, vielleicht auch sogar über die Hitze der eigenen Argumentation. Ich glaube, das kann einfach einen Unterschied machen. Und ich finde es jetzt noch mega schön. Ich bin jetzt gerade so versucht, irgendwie was zu diesem nicht ganz dicht sein, da einen Raum zu geben in den Gedanken. Aber da, das kann ich jetzt vielleicht so noch nicht ganz einfassen in das, aber so. Ja, diese Aspekte, eben, ich glaube, die uns so vereinen, wie du jetzt dann nochmal gehighlightet hast, Ira, von auf eine Zukunft schauen, die wir wollen, oder? Einmal ehrlich Begriffe verwenden, die für das zutreffen, was da passiert, oder? Jetzt so, wenn man schaut, wie lange haben wir von Klimawandel gesprochen, ja? Obwohl das schon ganz lange eine Krise war, ja. Und das impliziert natürlich was, oder? Wie verwenden wir Sprache? Neugierig sein für das, was Sprache macht mit dem, also wie uns Sprache näher bringen kann, wie uns aber Sprache trennen kann. Und da immer wieder Brücken zu schlagen, das sind so ja, ein paar Dinge, die mir jetzt so in den Sinn kommen, wenn ich das, über das Nachdenk eingebettet in den Rahmen, den du uns da jetzt so schön gesetzt hast, Ira. Ich glaube, es wäre ganz, ganz einfach, so in diesen Themen, eben die schwer sind und wo eben wo Leid da ist, eben auch so in diesem Problem aufzugehen und da in dieses Schwere und Problematische. Und was mir da auffällt, ist, dass gerade bei so Gesprächen eben über den Krieg zum Beispiel,
so wie auch die Frage besteht, darf man da überhaupt dann noch freudig staunen? Und da gibt es ja ganz viele spannende Tendenzen, dass man dann, also ich zum Beispiel merke, das darf man da nicht mehr, oder? Da muss man das schlimm finden und da muss man da wirklich so in diese Problemtrance reingehen. Und wenn man schaut, also wenn man schaut, wie der lösungsfokussierte Ansatz zum Beispiel entwickelt wurde, die wurde genau mit Menschen entwickelt, die es ganz, ganz schwierig im Leben haben. Und dort haben die entdeckt, oder wenn die über die Probleme sprechen und das quasi in dem Problem drin bleiben, dann ist da weniger Veränderung, wie wenn die starten, über die Veränderung zu sprechen, die sie gerne hätten, diesen Change Talk. Und gerade wenn es ganz schwierig ist, ist ganz, ganz schwierig, da eben auch da rauszukommen und dann eben eine andere Geschichte auch zu entwickeln. Und das, was Elfi gesagt hat, so dieses darüber sprechen, was wir wollen, aber auch so diese Veränderungen, diese kleinen, die bereits vielleicht in die richtige Richtung gehen, die auch sichtbar zu machen, zu verstärken, da entstehen andere Geschichten. Und das ist irgendwo das Spannende, auch das, was mich sehr neugierig macht und sehr immer wieder staunen lässt, welche Geschichten erzählen wir uns eigentlich? Und das krasse Beispiel im Moment ist ja, also ich gehe immer mal wieder auf russische Tageszeitungen online und schaue mal an, was berichten denn die? Und wie berichten die? Und mit Google Translate bekommst du das, kannst du da, ja, vielleicht ist es nicht wunderbar Text, aber du bekommst so mit, was ist so diese, was sind da die Themen auch, die sie, über diese berichten? Und worüber berichten Medien jetzt hier bei uns? Und dann sind es ganz, ganz andere Geschichten und aus meiner Sicht eben nicht nur diese Idee von, ja, das ist nur Propaganda. Also gibt es auch sehr differenzierte Meinungen dazu, die dort in diesen Tageszeitungen einfach eine andere Perspektive, eine Sichtweise aus der Welt, aus dieser Seite, also wenn man so von Seiten sprechen will, von dieser Seite her. Und bei uns ist ja, also geht es ja nicht, Verständnis zu zeigen für jetzt, sagen wir, das, was jetzt da Russland macht. Das ist ja, es ist das Tabu, das dürfen wir nicht. Oder? Also da gibt es etwas, was da geschieht, was vielleicht aus dieser Sichtweise gar nicht mal so unlogisch ist. Das macht vielleicht aus dieser Sichtweise Sinn. Und das ist ja einfach, jetzt den Putin abzustempeln als eben als böser und da so, dass diese westliche Sichtweise, westliche Geschichte zu teilen. Aber so in diesen Medien drin habe ich das Gefühl, hey, da gibt es eine andere Seite, ganz viele andere Seiten und andere Geschichten. Natürlich sind das jetzt sehr stark Problemgeschichten, aber da ist auch schon so sichtbar, und das bringt mich eben dann zum Staunen, oder? Was da alles auch ja, von unterschiedlichen Perspektiven möglich sind, da eben einzunehmen. Und wenn ich dann noch an diese Geschichten denke, die sonst noch möglich wären, die vielleicht eben weggehen von dieser Problemsichtweise, dann glaube ich, dann wäre es eben gerade jetzt umso wichtiger. Also diese Offenheit auch für diese möglichen Zukunftsgeschichten, die eben vielleicht nicht so dramatisch sein müssen, auch wenn es jetzt im Moment vielleicht in gewissen Bereichen, in sehr wichtigen Bereichen, sehr dramatisch aussieht. Aber auch da den Mut zu haben, mal andere Geschichten zu entwerfen. Und das bringt mich so zum Staunen. Also einfach diese Art, wie wir über Dinge sprechen, auch so wie für mich dann so präsent zu machen. Für mich verbindet das, was du jetzt gesagt hast, Dominik, auch sehr schön zu Tinas Gedanken. Also so die Geschichten, die wir einander erzählen, die Geschichten, die quasi im Umlauf sind, in dem Belang so eine Durchlässigkeit auch zu entwickeln, ja, um dieses Poröse, dieses, was die Tina so schön formuliert hat, wo es nicht ganz dicht ist, ja, für nur die eine oder die andere Interpretation auch von dem, was passiert. Und was mir auch so stark aufgefallen ist bei allen dreien von euch, wie ihr jetzt gesprochen habt, war dieses ganz bewusste
richten eure Aufmerksamkeit auf das, wo ihr sie quasi haben wollt. Ja. Ihr habt das ja so vom lösungsfokussierten Ansatz her auch so schön formuliert, so dieses die Aufmerksamkeit auch dorthin richten wollen, wovon wir mehr hören wollen. Ja. Und das aber jetzt euch kennend und eure Methode kennend bedeutet nicht, hey, wir tun uns Stöpseln in die Ohren für alles, was uns nicht gefällt, ja, was, mit dem wir uns nicht auseinandersetzen wollen in der Welt, sondern genau so, wie du, Elfi, angesprochen hast, dieses, wo können wir auch im Kleinen einen Unterschied machen, auch in unserem Umfeld Nuancen bewirken, ja, die diese Durchlässigkeit vielleicht gewährleisten, die ermöglichen, dass unser System und auch das, worüber wir staunen sollen und wie wir staunen sollen, nicht ganz dicht machen. Ich würde vielleicht ganz gern bei den Erzählungen noch ansetzen, also weil das ja eben in welche Richtung geht auch die Erzählung, also ich weiß ja nicht, bis hin zu über Erzählungen erklären wir uns halt einfach auch mal die Welt untereinander und die lassen uns halt irgendwie auch ganz gut dann irgendwo mitkommen und sozusagen ja auch die Lust oder die lösen ja auch das Staunen aus. Und wenn man es jetzt wieder ein bisschen auf diese Zukunft vielleicht hinrichtet, also Time's Up ja auch sehr gerne irgendwie sagt, also dass man mit unseren Geschichten, die wir jetzt als Time's Up in Kombination oder in Verbindung mit den ganz vielen Komplizinnen, mit denen wir halt diese erfahrbaren Zukünfte, die Ira erwähnt hat, auch bauen, dass wir mit denen halt mehr jetzt die Lust auf Zukünfte oder die Lust auf Zukunft schüren wollen, denn die Angst davor, also weil ja natürlich die Angst vor etwas uns immer paralysiert und dann stehen wir da halt in Schockstarre und natürlich können wir jetzt darauf warten, bis uns die Eisschollen auf den Kopf fliegen oder weiß es nicht, oder halt irgendwie die Pandemie, also von der, selbst wenn wir glauben, sie wird jetzt endemisch, wenn sie das nächste Mal pandemisch wird, also dann erneut erstarrt sein, oder wir können uns halt langsam darauf vorbereiten und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, diese kleinen Schritte sozusagen sich auch hinbewegen, beziehungsweise beginnen, diese Zukünfte auch zu beleben oder mit denen jetzt versucht, im Jetzt leben und eben so diese zu gebrauchen im Jetzt. Und da finde ich halt irgendwie so die Geschichten im ganzen wesentlichen Teil oder mit dem eben auch wir ganz gerne arbeiten, weil sie, ich finde, Geschichten sind in der Lage, oder erlauben, dass man nicht alles immer nur vereinfacht. Also ich bin schon dann auch ein großer, und wenn ich das so ein bisschen auch jetzt so mit dieser Diversität oder eben diesen Facettenreichtum, also ich bin tatsächlich, also ich liebe, jetzt das ist ein bisschen übertrieben, aber ich stehe dann schon sehr auf Komplexität. Also weil natürlich ist es, und für die Komplexität brauche ich dann wiederum die Neugierde. Also und eben die Neugierde wird natürlich auch einmal vielleicht vorweg durch ein bestimmtes Staunen einmal überhaupt in Bewegung gesetzt und. Also ich möchte jetzt wahrscheinlich eher noch einmal so schon, also ganz klar dem Staunen einen sehr positiven Wert zur Seite stellen oder so. Eben, ich habe so anfangs nur gemeint, dass auch hier natürlich sind es die verschiedenen Facetten und möchte da eben auch die Vorsicht des Spektakels, also auch der Begriff der Propaganda ist gefallen. Ich meine, das sind ja alles so, das ist ja alles so eng. Das sind ja oft so, das ist eben, weiß man nicht, ist es das eine oder das ist das andere und für das braucht es aber dann auch wieder die Neugierde, um das herauszufinden. Und vielleicht auch ein bisschen diese Sturheit, ja, also auch an etwas dranbleiben, ja, also, das kommt vielleicht auch und da finde ich, sind halt dann Narrative oft so, die lockern eben auch auf, ja, die lassen mich dann auch öfter irgendwie vielleicht mich mit irgendwas besser identifizieren, also wenn ich dann vielleicht die Alltagsgeschichte aus einer Zukunft höre, also wie gehe ich denn jetzt vielleicht als Tina mit einem bestimmten Alter, in einem bestimmten Jahr in der Zukunft mit Überschwemmungen um, ja. Dann habe ich da irgendwie vielleicht eine andere Möglichkeit, das eben durch diese erfahrbaren Zukünfte, wie wir sie bauen,
das halt irgendwie näher ranzuholen, als wie wenn ich nur immer denke, okay, ganz Florida oder ganz Kambodscha wird irgendwie überschwemmt sein oder die Küstengebiete. Und also so dieses tatsächlich auch das Spektakel in irgendeiner Form vielleicht wieder ein bisschen rausnehmen und die Geschichten ein bisschen näher ans Individuelle oder halt einfach so an dieses Everyday Life, an den Alltag zu bringen. Und ich glaube, das erlaubt dann auch wiederum, wenn ich so, also eben diese kleinen Schritte, ob das jetzt über die Mutmacherei, kleine Projekte, und man kann ja immer noch hoffen, dass sich das alles dann irgendwann, diese ganzen Fransen miteinander verbinden und dann natürlich irgendwie die Basis für die, also nicht tatsächlichen, sondern eben auch die Veränderungen irgendwie bilden. Also ich finde diesen Begriff der modularen Revolution recht schön. Also ich glaube, wenn man es richtig im Kopf hat von Andreas Welzer, das ist so, die große Revolution, die können wir jetzt nicht von heute auf morgen, die schafft man nicht, die macht uns Angst, ja, die lässt uns wieder erstarren, aber eben dann so diese modulare, dieses kleine, feine Teilchen im eigenen, also nicht Scope. Ja? Ja, was du beschreibst, das erinnert mich stark an das, was wir jetzt verbal machen. Und wir nennen das Zeichen von Fortschritt. Also sich in eine nahe oder auch weitere Zukunft zu begeben, mal zu schauen, hey, ja, was werden wir dann tun? Woran, oder werden wir das vielleicht auch erkennen, dass wir da bereits im Weg sind, da einen Schritt nach vorne zu tun, eine Verbesserung zu erreichen, was immer das Thema ist. Und dann so diese, also das dann eben gibt es eine Geschichte, eine sprachliche quasi Zukunft, die dann eben in diesen Facetten dann sehr, sehr nahe oft auch an dieser heutigen Zeit, an dem, also nicht eine weit weg, eine Zukunftsfantasie, die weit weg ist, sondern dann würde ich dann wieder mehr persönliche Gespräche führen oder was auch immer dann das Thema ist. Und dann merken die Leute oft, dass sie mit dem jetzt schon beginnen können oder bereits schon tun und vielleicht noch mehr machen möchten. Also dieses Erleben jetzt bei euch, so wie ich das jetzt mir bildlich vorgestellt habe, eben also in dieser Landschaft drin, in dieser Zukunft drin und bei uns in diesem, ja, in dieser verbalen Zukunft drin, eben so sich zu, eben auch da eine gewisse Art zu erleben und mit dem auch die Relevanz, respektive das heute, also heute tun können, vielleicht auch dann schon zu sehen. Und ich glaube, so aufbauend auf dem zu sehen, hey, das ist eine mögliche Geschichte, die wir da jetzt erzählen. Ja. Und auch das, was wir jetzt gerade machen, ist ja einfach Geschichten erzählen, weil das ist, was wir Menschen machen, oder? Und ich kann mir einfach eine Geschichte über mich selber oder über die Welt erzählen, die mich schwächt, die mich genauso wie Tina, wie du das jetzt beschrieben hast, paralysiert in der Angst, oder? Oder ich kann mir eine Geschichte erzählen, die... oder mehrere Geschichten, die mich stärkt, die mich handlungsfähig macht. Und das ist so schon, also ich finde es jetzt schön, dass ihr das nochmal aufgenommen habt, so mit der Geschichte, weil ich wirklich also so das Gefühl habe, ganz oft wird so suggeriert, oder das ist jetzt die Geschichte und mit der Geschichte wird es halt auch zum Substantiv, das dann substanziell ist und das so ein richtiges Gewicht kriegt und die Wahrheit und keine Ahnung, ja. Und mit dem geht natürlich auch die Neugierde verloren. Und mir ist jetzt so, wie ich zugehört habe, nochmal so, also für mich ist nochmal so sichtbar worden, wie, was fördert denn unsere Neugierde, unsere Offenheit, oder? Und wenn ich jetzt einfach nur dran denke, hey, das ist eine mögliche Geschichte, die wir da jetzt gerade miteinander entwerfen. Das ist, wenn ich selber irgendwie manchmal gerade, also ich habe jetzt so die letzten paar Tage, oder einfach hab ich mir selber sehr leid getan, warum auch immer, ja. Und dann, ja, ist das halt einfach eine mögliche Geschichte, die ich mir jetzt erzählen kann über mich selber, oder? Und dann kann ich auch hergehen und kann mir andere Geschichte über mich selber erzählen und dann kann ich entdecken und eben neugierig sein oder wieder werden. Was stärkt mich an dem? Und das ist das, was so im Kleinen ich mit mir selber machen kann, das können wir natürlich auch im Großen machen. Und
uns überraschen lassen von dem, was passiert, weil es ist schon so eine Entdeckung, die ich immer wieder mache. In dem Moment, wo ich anfange, mir eine stärkendere Geschichte zumindest über mich selber zu erzählen, fange ich an, neue Möglichkeiten zu sehen. Und mit dem, ja, tun sie einfach auch oft wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, neue Welten auf, oder? Und ich glaube, wenn wir das, also das ist so meine Fantasie, die ich halt einfach jetzt da wirklich schon seit sehr vielen Jahren mit mir herumtrage oder in meiner Fantasie mich begleitet, so, hey, wenn wir alle das viel mehr machen würden, jede und jeder Einzelne von uns, was wird das für einen Unterschied machen? Mhm. Und wie können wir uns darin unterstützen, das zu machen? Und ich finde das mega cool, Tina, von euren Projekten da zu hören oder so auch wirklich einen Raum zu entwerfen, wo man sich mal ausprobieren kann in einer Geschichte, in einer möglichen Zukunft. Ja. Und da einfach eben neue Möglichkeiten entstehen zu lassen. Und vielleicht sind es dann nicht nur Welten, sondern Universen, die aufgehen. Ja. Na genau, und ich glaube vor allem eben auch nicht die eine Zukunft, also jetzt sehr schön, wie es du jetzt auch gerade gesagt hast, Elfi, also nicht die eine Geschichte, die eine Wahrheit, was auch immer, sondern eben genau diese, also immer diesen Verweis auf diese multiplen Zukünfte, ja, also weil es die eine Zukunft macht eben auch hier wieder eher Angst, ja, also ganz davon zu schweigen, dass es sie nicht geben wird, ja, also so wie auch, dass ich eigentlich immer recht schön finde, also über ist ja total super, über Zukünfte lässt sich auch nicht streiten, ja, weil wir wissen, also ihr wisst es jetzt ganz genau so wenig, wie ich es weiß, ja, wie sie das jetzt darstellen wird. Und das ist aber irgendwie, finde ich, auch immer, also weil abgesehen von diesem künstlerischen Output, den es dann gibt, man macht man ja auch sehr viele Workshops mit Leuten, wo es halt um diese Futures Literacy, wo man mal so dieses Trainieren von Imagination sozusagen einmal irgendwie versucht. Ja. Und das ist dann immer so schön, weil man dann mitkriegt, jetzt gibt es schon, so, da möchte man jetzt überzeugen, so, also gibt es dann einzelne Stimmen, die wollen, kennt man, glaube ich, eh aus allen Workshop-Situationen, irgendwer hat die lautere Stimme, die bessere Überzeugungskraft, was auch immer. Und dann einfach immer wieder zu erwähnen, na, das geht sich jetzt mit Zukunft nicht aus, ja, weil das wissen wir jetzt einfach alle nicht, da haben wir die Quelle nicht dafür, da können wir nicht irgendwie sozusagen schauen, wer hat jetzt dieses Zitat gesprochen oder was ist da, was sind die Sources dazu, gibt es nicht. Und das ist so dieses, also irgendwie da dann wieder auch so, das ist nichts, was eben hermetisch abgeschlossen ist. Das wird immer offen bleiben. Da haben wir dann auch ganz viele Dinge dazu, von wegen, also eben die Zukunft wird genauso sein, wie wir sie, also wir werden sie kreieren müssen, dürfen, können. Also so. Und dann halt noch immer so was, was ich auch total gern mit diesen möglichen Zukunften oder den möglichen Narrativen in Verbindung bringe, ist halt so, dass jede Idee für eine der vielen möglichen Zukünfte, die sollte anfangs einmal, also oder die darf oder sollte einfach irrsinnig lächerlich werden, ja, oder halt einfach unglaubwürdig, weil das sind meistens dann die besten Ideen. Und wenn ich dann wiederum, weil das war, glaube ich, auch vorher, was du erwähnt hast, Dominik, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses, wie würde denn dann ich in dieser nicht allzu fernen Zukunft, also bei uns ist es so das Jahr 2047, mit dem wir sehr gerne arbeiten, das ist so eine Distanz der, hat sich noch nicht alles so maßgeblich verändert, also eben, da kriege ich mich noch rein. Und dann ist so ein bisschen diese Frage, wenn ich das jetzt so als Möglichkeit oder als schöne, als begehrenswerte, als favorisierte Zukunft sehe, dann der Backcast. Ja? Was kann ich denn im Jetzt dann bereits eigentlich, was ist denn so meine Handlungsmacht oder meine Handlung, mein Handlungsrahmen im Jetzt und wie spaziere ich da jetzt am bestenfalls hin? Also ich glaube, das sind eh, also ich glaube, wir Times of Intern haben jetzt so das mit Solution Focus, also diese Methode, sage ich jetzt nochmal, sofern es eine, es wird wohl eine sein oder diese Praxis noch nicht verwendet, aber nachdem wir irrsinnig gute ich sage jetzt einmal, Diebinnen sind in dem, was wir integrieren in unseren Wegen und auch so in unserem Pfad. Vielleicht machen wir es ja mal bei einem der nächsten Entwicklungen und Workshops oder so. Ja. Ich glaube, das verbindende Element dabei ist ja wirklich auch dieses die Lösungen quasi aus der Zukunft holen und das Backcasting machen. Ja. Und das finde ich so einen essentiell anderen Ansatz als zu
irgendwie so gefühlt zu glauben, die Zukunft ist eine Fortschreibung der Gegenwart. Ja. Ich denke mal, wenn man diesen Ansatz verfolgt, also ich glaube, dann werden wir Opfer der Entropie, ja, und wird die Zukunft nicht besser als die Gegenwart, ja, sondern irgendwie so eine deformierte Gegenwart oder so. Ne. Und also was mich sehr neugierig macht, ist auch genau diese Möglichkeit, das ist ja an und für sich toll, ja, dass wir in der Lage sind und uns in die Lage bringen können, Zukunft oder Zukünfte zu gestalten. Ja. Und ich möchte vielleicht ein bisschen einfüttern, mein persönliches Erleben, wie ich eure Turnton 2047 Erlebniswelt betreten habe. Ich konnte mir vorher überhaupt nichts vorstellen. Ich habe mir gedacht, was heißt das, Erlebniswelten und so. Ja. Keine Ahnung gehabt. Und es hat mich überrascht, was ich dann erlebt habe. Es hat mich neugierig gemacht. Es hat mir plötzlich ein ganz anderes Eintauchen auch in dieses Feld der möglichen Zukünfte erlaubt. Weil ich finde, ihr habt da so einen schönen Weg gefunden, Dinge auf der einen Seite zu konkretisieren, ja, ohne sie gleichzeitig festzulegen. Das heißt, das hat mir so schön eben vermittelt, das ist eben nicht dicht, das Ganze. Ja, wir sagen jetzt nicht, so wird es sein, wir spielen uns da nicht als Propheten auf, sondern wir zeigen einen gewissen Rahmen, so ein paar Anknüpfungspunkte, so könnte es sein. Und was mich auch ein bisschen überrascht hat, auch im Reflektieren über die Reaktionen von Menschen, denen ich davon erzählt habe. Da habe ich gesagt, du, ich war da gestern wo und so weiter. Und da ist sofort, die sind sofort abgebogen so in Richtung Science Fiction. Ja. Also so nach 2047 und da leben wir dann am Mars oder sonst was. Ja. Und dann zu sagen, na, das ist weiß nicht, 20 Jahre, 25 Jahre oder was, das ist nicht so weit. Ja. Da ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Das ist nicht am Mars oder so. Ja. Und so wie du vorher erzählt hast, Tina, sich selbst da auch hineinzuversetzen, ja, in einem Zeithorizont, der handelbar ist, das war erstaunlicherweise überraschend. Also ich bin überrascht gewesen über meine eigene Überraschung, aber es war so. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, mit euch ein bisschen näher zu beleuchten, da sind vorher so ein paar spannende Ansätze gefallen. Wir brauchen, um neugierig zu sein, auch eine gewisse Sturheit und so weiter und so fort. Also ich habe das Gefühl, da gibt es noch so angrenzende Begriffe und Qualitäten, die in unser Themenfeld hineinspielen. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen hinschauen, so auch was, wie machen wir das, dass wir neugierig sind oder wie staunen wir eigentlich? Also was ist da der Boden, aus dem das entspringt? Ich es immer ganz interessant finde, Begriffe nicht nur als gegeben anzunehmen, ja, und wir glauben, wir wissen eh, was das ist, sondern ein bisschen genauer da nachzuschauen. Was ist das eigentlich? Wie machen wir das? Ich glaube, so ein Aspekt, der für mich einfach gerade so, wenn es um dieses neugierig bleiben, offen bleiben, Erstaunen geht, das ist so das, was ich ja anfangs schon gesagt habe, diese, also Ideen grundsätzlich in mein Weltbild sozusagen irgendwie so zu gestalten, dass das einfach Teil davon ist, oder? Und einer jetzt von Dominik und meinen Grundsätzen ist, Veränderung passiert ständig. Und wenn Veränderung ständig passiert, dann was soll ich machen, außer neugierig bleiben? Irgendwie so, das ist so, das wäre irgendwie blöd, oder? In dem, eben auf Englisch sagt man so, finding comfort in that, oder so. Also wirklich einfach eine Zufriedenheit in dem finden. Und ich glaube, so über Jahre lang haben wir ja gesellschaftlich Narrative gepflegt, wo Veränderung etwas ist, was Angst macht, was bedrohlich ist, wo
ja, wo einfach etwas ist, was nicht gut ist, oder? Und gilt es zu vermeiden. Ja, genau, die gilt es zu vermeiden. Und ich glaube, Veränderung hat immer schon ständig stattgefunden, wenn man es so sehen möchte, oder? Und ich glaube einfach, dass ich vielleicht da so für uns durch unterschiedliche Sachen, also die Welt auf vielfältige Art und Weise beschleunigt hat und mit dem diese ständige Veränderung sichtbar irgendwie ist oder wir alle mehr betroffen sind von dem. Also wie wir jetzt in den, weiß ich, wie lange das jetzt war, in dieser Pandemiezeit erlebt haben, oder? Du hast einfach nicht, du hast ja teilweise nicht gewusst, also wer hat sich das jemals vorstellen können, dass im deutschsprachigen Raum alle Läden zugesperrt sind. Also das ist doch also das ist ja doch ein Zukunft. Also genau, Tina, habt ihr das mal irgendwie mitvisualisiert gehabt davor als mögliche Zukunft? Und ja, vielleicht hat es die wo gegeben, aber da hat jeder gesagt, das ist eine von diesen lächerlichen Zukünften, oder, die wir uns ja gar nicht vorstellen können. Und dann aber so zu merken, hey, mit der Sichtweise von Veränderung passiert ständig. Da kann ich einfach so eine richtige Zufriedenheit in dem finden und im Wissen, ich bleibe einfach neugierig und offen für das, was trotzdem gut funktioniert. Oder für mich ist es auch für Schönheit zum Beispiel. Also das ist so vielleicht nur ein anderer Aspekt da, weil man jetzt da so ganz oft so das Wort oder bessere Zukunft oder irgendwas muss besser werden. Und ich glaube gar nicht so dran, dass Dinge immer besser werden, ja? Sondern oft weiß man ja gar nicht, also jetzt da in meiner gewünschten Zukunft, oder wenn ich dann die Schritte setze, dann ich erlaube mir immer, dass es so wird, wie ich mir es vorstelle, oder besser. Und ja, und es könnte aber auch passieren, dass ich gar nicht weiß, welche Geister ich damit rufe, sozusagen. Und ja, vielleicht sind da Aspekte, die ich mir nicht so gedacht hätte und auch anders gewünscht hätte, oder? Und dann einfach wieder einen Umgang mit dem finden und auch einfach einmal zu sagen, hey, es geht nicht immer darum, dass alles besser wird, sondern es ist auch okay, in dem, wo es jetzt vielleicht auch nicht gut ist, trotzdem noch meine Zufriedenheit zu finden oder es ist jetzt gut trotzdem für mich. Und da dann wieder zu merken, in den Momenten, was ist denn da hilfreich, oder? Und für mich ist es hilfreich, in so einem Moment einfach einmal das Schöne zu sehen, was immer noch da ist. Und das habe ich einfach das Glück da in der Schweiz, oder wenn ich rausschaue, wir haben da jetzt so die Schneeberge rundherum und ich schaue die an und die werden jetzt, vielleicht werden es einmal keine Schneeberge mehr sein, ja. Und doch werden es als Berge in irgendeiner Form noch da sein und wird, also irgendwas Schönes werde ich immer noch irgendwo finden, ja. Und so, dann verändert sich vielleicht so das, auf das ich blicke, oder? Das wird halt dann mehr Mikro und wenn ich mehr Spielraum habe, irgendwie mehr Makro und ja, genau, aber so, ich glaube, so in dem Weltbild einfach irgendwie, also für mich einfach nützlich zu wissen, dass da ständig Veränderung stattfindet und das lädt mir ein, neugierig zu bleiben. Ja, für mich ist also das, was du sagst, und wir sprechen ja ganz oft über solche Dinge, bringt mich so auf nur so zwei Unterscheidungen, die ich spannend finde oder die wir spannend finden. Wir haben gerade heute Vormittag mit einem Kollegen darüber gesprochen, so, auf der einen Seite diese Dialoge, die ja stattfinden und an ganz vielen Orten auf der Welt stattfinden. Und die werden aber jetzt nicht zwingend so sichtbar. Also wenn man so einen Workshop zum Beispiel, das ist so ein gutes Beispiel, um das vielleicht plastisch zu machen. Wenn wir da den ganzen Tag einfach über was reden, ja, da werden viele Leute nervös. Ja, was heißt das konkret? Was leite ich jetzt ab? Was ist die Zusammenfassung? Was ist die Essenz? Was sind die drei Schritte? So, wir wollen etwas Konkretes. Also drei Schritte, die Welt ist so, so sieht es aus, oder? Also auf der einen Seite ist es Konkrete, diese drei Punkte, die drei Schritte, das Modell oder was auch immer. Und auf der anderen Seite diese, also wir haben es heute Morgen so wie als eine, auch eine gewisse Wolke, so eine Wortwolke, oder wir sprechen darüber, über Dinge,
Und das verändert alles, es verändert uns, es verändert die Welt, es verändert den Dialog miteinander, aber es ist gar nicht so greifbar. Es sind nicht drei Dinge, es ist eben nicht die Zusammenfassung. Was du, Tina, vorhin gesagt hast, Geschichte, oder? Es ist eben eine Vielfalt an möglichen Zugängen und Themen, und da fühlt man sich nach dem Gespräch wunderbar oder nicht so gut, dann machen wir da etwas, spricht wieder mit jemandem, und da ist vieles gar nicht so zu fassen und gar nicht so, eben, das ist nicht sichtbar, indem wir das jetzt dann auf dem Blatt Papier sehen oder im Buch sehen, sondern ich glaube, da passiert ganz viel eben durch Dialoge, und Dialog meine ich nicht nur verbal, es kann auch eben so eine Ausstellung, ein Erlebnis sein in dieser Ausstellung drin, was ja dann auch wieder einen anderen Dialog, wie du schön gesagt hast, Dira, du sprichst da mit Freundin darüber und dann habt ihr ein anderes Gespräch über Science Fiction und die Zukunft, und das geht ja dann wieder weiter und die haben auch wieder andere Gespräche. Und wenn Elfi so von einer Veränderung findet ständig statt, spricht, dann sehe ich so dieses, all das, was eben da geschieht, was gar nicht so irgendwo festmachbar ist. Und da glaube ich, da bin ich tief überzeugt, dass auch wenn jetzt diese quasi Faktoren, die wir messen, oder diese, sehe ich was, die Zeitungsberichte oder was auch immer, sich vielleicht nicht so groß geändert hat, obwohl ich da mit der Klimakrise, dem Klimawandel, einen starken Wandel feststelle, glaube ich, dass sich ganz, ganz viel eben ändert, indem wir andere Dialoge haben, indem gerade auch mit dem Wort jetzt Klimakrise wird es dramatischer, wir müssen was machen, das bewirkt, dass wir andere Dialoge, also wir haben andere Dialoge, aber auch andere merken, wir haben andere Dialoge, und das wird sich dann irgendwann hoffentlich dann auch in quasi messbarem, dinglichem, materiellem festmachen. Ich glaube, das ist also wie auch eine Entscheidung, wenn es um Neugier geht. Also würde ich so gerne so sehen, worauf schaue ich? Schaue ich das als materielle, dinghafte, messbare? Und das mag immer noch so sein wie vor ein paar Jahren oder noch schlimmer. Oder schaue ich auf das, was eben, also es ist noch schwierig, man kann es nicht anschauen, weil es vielfach eben auch nicht da ist, aber es ist eben da, oder? Nehme ich das wahr? Schaue ich da auf diese Vielfalt an anderen Gesprächen, die stattfinden. Dass wir heute über das sprechen, ist auch ein Zeichen davon, oder? Das wird eben, dass wir da uns alle verändern, indem wir jetzt miteinander sprechen. Und das hat wieder eine Auswirkung, Und da sind wir als Welt unterwegs irgendwie. Für mich ist das ja eines der Dinge, auf die ich am allerneugierigsten bin. Also nicht so sehr die konkreten Manifestationen in der Welt, so wie du es jetzt beschrieben hast, sondern so, was liegt da in der Luft, welche Gedanken gibt es, welche allgemeine Gestimmtheit nehme ich wahr, wie verändert sich die, also so wirklich ein bisschen auch wie ist unsere Atmosphäre, ja? Oder auf welchem Boden bewegen wir uns als Menschheit und welcher Teil davon ist für mich wahrnehmbar, ja? Und was steigt da auch auf als etwas noch nicht Geahntes? Das finde ich die absolut spannendsten Sachen. Und ich denke mir, das dauert dann ja oft auch so von meiner Erfahrung her viele, viele Jahre manchmal, bis das dann sich auch in irgendetwas Konkretem manifestiert. Mir kommt gerade noch so dieser Begriff von Monumental Surprise in den Sinn, und das finde ich noch recht spannend, weil das so, also weil ich jetzt gerade mit dem, so wie ich gemerkt habe, gerade wenn es so um die Klimakrise geht, oder, und dann ist das für mich, das ist ein Thema, wo für mich ganz real mit Angst besetzt ist. Also das ist was, wenn ich da so zum Nachdenken anfange, das ist wie eben, das ist so eine Zukunft, ja, wo mich sehr einfach in eine Schockstarre bringt. Und dann eben so diese Idee von einer monumentalen Überraschung und diese Möglichkeit zu sehen, oder? Wir wissen nicht, wozu die Erde, das Zusammenwirken aller Kräfte auf der Erde und mit, also wahrscheinlich auch noch über die Erde hinaus irgendwie, wozu, was da möglich ist, oder?
Und das ist ein Gedanke, der mir Ruhe bringt, weil er mir eine Möglichkeit gibt, die mich Hoffnung schöpfen lässt, die mich mit dem wieder handlungsfähig machen lässt, werden lässt. Und ich glaube, das ist so eins der Dinge, also was für mich wirklich wichtig ist, um neugierig zu bleiben und offen zu bleiben. Diese Idee von Hoffnung. Und das ist was, was ich glaube, immer wieder, also in Momenten, wo ich es vielleicht dann gerade nicht sehe, die zu finden und dann auch wirklich so eine Idee zu bekommen, die irgendwie sehr stabile Hoffnung, also eine monumentale Überraschung, das gefällt mir einfach. Ja, mit dem kann ich, also da merke ich richtig, wie sie bei mir alles ausdehnen. Ah ja, genau, das ist ja auch möglich. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und dann, das heißt nicht, dass ich dann irgendwie, dass mich das andere nicht mehr betrifft, aber dass ich irgendwie klarer wieder denken kann, oder? Und dass ich meinen Gedanken wieder klarer die Richtung geben kann und das Staunen, was mich halt auf eine positive Art beeinflusst. Weil ich glaube, es gibt schon, also ich finde das mega schön, Tina, wie du ganz am Anfang so gesagt hast, oder dann bestaunen wir was und wir schauen so auf dieses Spektakel und dann werden wir ja da mit unserem Blick eingeladen und dann irgendwie so diese Schaulustigkeit und all das, wo ja auch eine gewisse Ausprägung sein kann von dem, oder? Und ich ebenso, und meine Frage ist halt immer wieder, also was bringt mich in die Handlungsfähigkeit und was bringt mich in eine optimistische Handlungsfähigkeit? Und Hoffnung ist da ganz sicher ganz ein relevanter Aspekt. Ich finde das jetzt gerade relativ spannend oder ganz nett, wenn es nicht stört, anknüpfen hier. Wir wurden, ich glaube, das war bei einer Ausstellung letzten Jahres im Oktober oder November gefragt, how we would dare to be optimistic in times such as ours. Und also so diese, also die Frage, die im ersten Moment natürlich, also wie wagt man es? Ich glaube, da waren wir ganz am Anfang, also in aktuellen Zeiten, und das war, da hatten wir zwar die Pandemie oder eben die Ausstellung war auch in Rumänien, das war, glaube ich, wirklich so in der absoluten Hochzeit der Pandemie in Rumänien, aber die Ukraine-Krise war noch nicht einmal, sage ich, also Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg war noch gar nicht da. Und ich weiß, es war so diese erste Reaktion von uns, also wir waren mehrere von Times Up dort, sozusagen da jetzt dagegen oder eben so ein bisschen zu, wir haben uns ein bisschen angegriffen gefühlt, ja, im ersten Moment. Was ist das jetzt für provokative Frage? Und das ist so, wie wir halt arbeiten und so, wie wir tun und hin und her. Und es hat sich aber jetzt in den letzten, ich glaube, jetzt sind es inzwischen 6 Monate, seit die Frage gestellt wird, zu einer tatsächlich sehr intensiv bearbeiteten Frage auch innerhalb von uns jetzt irgendwie herauskristallisiert. Und wir haben jetzt dann auch das Symposium und den Workshop, den wir im Mai in Wien machen werden, das dreht sich schon auch sehr zentral darum, weil es ist eine wichtige Frage. Ja? Also wie einerseits, also eben jetzt vielleicht nicht unbedingt das Wagen, also wie kann man es wagen, sondern wie können wir auch diesen Optimismus oder das Visionäre erhalten? Und ich glaube, das muss man schon immer irgendwie auch unter dem tatsächlich auch in Zeiten wie unseren, nicht das. Also eben, wir gehen auch davon aus, dass Veränderung immer passiert und Herausforderungen in allen historischen, also in der gesamten Geschichte da war. Ja. Aber eben wie, also how to maintain to be visionary and optimistic in times such as ours, ist, glaube ich, tatsächlich eine wichtige Frage. Und jetzt ganz kurz zu dem Monumental Surprise, also dass das jetzt sozusagen von irgendwoher die Lösung uns ereilt, da bin ich sehr skeptisch, muss ich gestehen. Also jetzt einfach auch so nach dem Motto, also die wissenschaftliche Beweislage spricht nicht notgedrungen dafür, dass uns so ein Monumental Surprise. Ich hätte auch gern die Zahnfee. Also der Philipp Blom hat wunderbar die Zahnfee beschrieben, die einfach über Nacht kommt. Und sozusagen zumindest die soziale und sozialökonomische Ungerechtigkeit einfach wegzaubert. Die hätte ich total gern. Die löst bei mir aber noch nicht die Hoffnung aus, sage ich einmal. Ja?
Und aufgrund dessen finde ich jetzt irgendwie sehr spannend zu überlegen, wie kann man eben genau diese Hoffnung, ja, also die uns dann ja auch wieder handlungsfähiger macht, die uns wieder die Lust in die Hand gibt, in die Zukunft zu blicken. Immer natürlich auch mit dem Gedanken dabei, wir sind schon, also wir haben dieses sehr diesen Eurozentrismus, wir sind sehr privilegiert. Also ich habe also eben auch ein anderer Workshop mit Menschen aus der Roma-Community, da ist Zukunft ganz was anderes. Ja? Da ist die Zukunft, wie füttere ich meine Kinder morgen? Und da brauche ich dann als Teenager nicht hinkommen mit Konzepten, die ich mir vielleicht schon einmal 100 Mal in verschiedenen Facetten zusammendacht habe. Das ist, ja. Aber eben, wie kriege ich die Hoffnung? Also ich finde den Begriff der Hoffnung ja auch sehr schön. Also wie bringen wir die, und egal dann vielleicht mit was für einem Rucksack wir reingehen in so einen Denkprozess, wie können wir die irgendwie aufrechterhalten oder eben wiedererlangen, damit wir dann, und ich bin schon gerne bei der besseren Welt, für alle. Ja. Ich brauche nicht mehr, aber ich mag was Besseres für alle von uns. Also so das da vielleicht auch noch kurz anschließend an dieses, es muss nicht besser sein. Ich glaube schon, es sollte einfach besser und gut für alle sein. Nur mehr braucht es nicht. Ja. Oder zumindest für viele von uns. Ja. Also speziell so, wie wir da sitzen in diesen Ländern, aus denen wir da jetzt gerade zusammenzoomen. Ja. Aber ja, das so. Weiß ich gar nicht, wo ich angefangen habe und wo ich aufgehört habe. Ich weiß auf jeden Fall, was ganz Spannendes, was du angeschnitten hast, wo ich gern anschließen möchte, auch an dich, Elfi, so wie können wir diesen Optimismus, diese Hoffnung auch erzielen, bewahren, erhalten. Mir gefällt da sehr gut ein Buch von der Christiana Figueres, das an und für sich um die Klimakrise geht, aber sie spricht vom Stubborn Optimism, ne? Und sagt auch, Pessimismus ist ein Luxus, den wir uns nicht länger leisten können. Ja? Und das hat bei mir irrsinnig angeschlagen, weil es mir auch so ein Gefühl von Verantwortung gegeben hat. Ja? Dass es vielleicht auch Mut braucht, diesen Optimismus zu haben, zu pflegen und am Leben zu erhalten und hoffnungsvoll zu bleiben, dass es aber in meiner Verantwortung liegt, das zu tun. Ja. Das heißt, es hat ein bisschen auch so gebracht, dieses Hoffnung und Optimismus, wo man früher vielleicht davon ausgegangen ist, naja, das ist einem mitgegeben oder nicht, oder das hängt von irgendetwas im Außen ab, ja, zu sagen, na, dafür bin ich verantwortlich. Ja. Und das kann... ich fühle mich verantwortlich dafür, in meinem Leben, in meinem Sein Schräubchen zu finden, an denen ich da drehen kann, ja, damit ich diesen Optimismus ganz stur aufrechterhalten kann. Ja. Und sie beschreibt das auch so schön, also nicht, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass alles gut ausgeht, ja, sondern dass wir unabhängig davon uns eben gar nichts anderes mehr leisten können und erlauben dürfen, als zu sagen, okay, ich bleibe jetzt stur dran. Und ich glaube, der Begriff der Sturheit, den hast du, Tina, vorher ja auch schon erwähnt. Ne? Und also das finde ich so interessant, auch weil Elfi, du auch erwähnt hast, es findet immer Veränderung statt, und Dominik, du auch eben auch die, wie sich die Worte, die Gespräche verändern, ja? Auch zu merken, okay, vielleicht verändert sich auch Hoffnung, ja? Und wie wir sie angehen und was wir darunter verstehen und welchen Zugang wir zu ihr finden können. Also ich finde das Wort Optimismus sehr, sehr spannend, und wir reagieren darauf, gerade jetzt in unserem Kontext, oft so ein bisschen skeptisch. Mhm. Und zwar nicht wegen der Ausrichtung, sondern wegen den unterschiedlichen Bedeutungen von Optimismus, weil vielfach wir dann so merken, dass die Leute dann uns vorwerfen, also uns jetzt nicht uns persönlich, aber so diesen Leuten, die so eben an eine gewünschte bessere Zukunft vielleicht auch glauben, dass sie schönreden. Und viele auch so in dieser Positive Thinking Community, ja, weißt du, müssen nur positiv denken, dann kommt das schon gut. Oder so ein bisschen, ja, wenn man optimistisch sein, dann... Und
ja, das ist ja das jetzt, dass du jetzt stirbst und ja, das ist ja nicht so schlimm, weil du hast ja trotzdem noch schöne Tage. So ein bisschen in diese Richtung. Also das ist ja irgendwo was Gutes finden in dem Schlechten oder so. Und da kann ich nicht viel damit anfangen. Was ich viel damit anfangen kann, und denk, da denke ich immer wieder, das ist vielleicht eben der Begriff Optimismus oder eben auch so positives Denken oder was auch immer das für Begriffe gibt, eben nicht so optimal sind. Was ich glaube, ist, dass die Wahl der Perspektive entscheidend ist. Weil wenn ich schaue, was alles bereits in eine richtige Richtung geht, dann findet unglaublich viel statt. Und da muss ich nicht optimistisch sein, um das zu sehen. Ich kann realistisch bleiben und sagen, hey, da funktioniert ganz, ganz vieles schon. Vielleicht noch nicht so viel, wie wir uns wünschen oder wie nötig wäre. Aber es gibt so viel, was bereits funktioniert, was modelliert wird, was im Kleinen und im Größeren bereits auf dem Weg ist. Und da muss ich nicht schönreden. Wenn ich da dranbleibe, das zu verstärken, vielleicht auch diese Ideen zu teilen und durch das wieder anders möglich mache, also jetzt nicht ich, aber so wir möglich machen im Dialog, dann braucht es eben das, weder das Schönreden noch das Positivdenken noch Optimismus in dem Sinne von etwas sehen, was nicht da ist. Da reicht es, das zu sehen, was da ist, aus meiner Sicht. Und das aber dann gezielt zu sehen und eben das andere, was eben auch da ist, was wir jetzt nicht verstärken möchten, eben auch nicht so stark zu fokussieren und eben auch nicht so stark zu bestaunen und zu hypen in den Medien und darüber zu sprechen, wie schlecht alles ist, sondern diese Dinge, also da hast du ja auch schon bereits vieles gemacht, oder Ira, du bist ja in den letzten 10 Jahren oder länger noch in diesem Business drin, oder? All diese Beispiele zu das sichtbar zu machen, diese positive News und nicht positiv im Sinn von einfach, ja, super, dass es die gibt, sondern nützlich für die Zukunft zu machen. Und da glaube ich eben, da braucht es eben, also ich reagiere dann immer so, das ja, muss nicht positiv sein, das reicht, realistisch zu sein. Allerdings gezielt den Fokus zu wählen, worauf schaue ich da? Mhm. Natürlich kann ich viel mit dem Wort Optimismus und positives Denken anfangen, ja. Von der Richtung her. Also ich finde es ja ganz spannend, wie du das jetzt beschrieben hast, weil ich mir denke, da klar, das trifft quasi den Kern dessen, was ich in der Mutmacherei mache. Und ich hatte auch mein Problem mit dem Begriff Optimismus, aus genau den Gründen, die du genannt hast. Und bin deswegen auch so von diesem stubborn Optimism angetan, ja, weil das ist ganz eine andere Baustelle. Und die Mutmacherei arbeitet ja auch auf Basis der positiven Psychologie und ganz speziell der Positivität. Und das ist mir immer so wichtig zu sagen, das ist ganz etwas anderes als positives Denken. Ja. Weil es eben nicht darum geht, irgendwo nicht hinzuschauen oder sich was schön zu reden oder alles in rosarot zu tünchen, sondern ganz gezielt auch zu überlegen, zu entscheiden, wohin richte ich die Aufmerksamkeit, ja, und was bestaune ich und auch meine Aufmerksamkeit nicht nur und ausschließlich kapern zu lassen von Medien und so weiter, sondern selber auch zu entscheiden, wo will ich sie denn hintun und wo will ich sie haben und was ist auch ein Teil dieser Realität, wo sonst viel zu wenig hingeschaut wird und eben die Gespräche auch mehr dorthin zu drehen, dorthin zu verändern. Und du hast das so schön formuliert jetzt auch, finde ich, Dominik, eben so dieses, da muss man nichts beschönigen, es ist genug da. Ne? Wir müssen uns nur vielleicht auch trauen, hinzuschauen. Ne? Also das wäre auch so eine Frage, die mir durch den Kopf geht. Brauchen wir auch Mut für die Hoffnung, die Zuversicht, die Neugier, den sturen Optimismus? Ich glaube manchmal irgendwie ja, ja. Also auch aus diesem von außen vielfach vorgegebenen, wohin wir, was wir bestaunen sollen, worüber wir uns empören sollen und so weiter, irgendwie zu sagen, okay, was gibt es da sonst noch? Ja, aus dem auch den Mut zu haben, aus dem quasi ein bisschen auszubrechen. Ja, zu sagen, dass ist schon auch so, ja, und es gibt noch ganz andere Dinge, die mich zuversichtlicher stimmen und wo, ja, da komme ich wieder zurück zu dem, so dieses nicht ganz dicht, ja, wo ich froh bin über jede undichte Stelle, die ich in diesem System dann finden kann.
Ja, und ich habe das Gefühl, je dramatischer die Situation beschrieben wird, desto mehr Mut braucht es, um eben auch was anderes zu sehen. Weil vielfach habe ich das Gefühl, es gibt so eine dominante Sichtweise, wie wir es sehen müssen. Und das ist alles so dramatisch und schlimm. Natürlich, das ist eine Sichtweise und die kann man auch einnehmen und das ist auch berechtigt. Und dann eben diesen Mut zu haben, das andere auch zu sehen. Glaube ich, das fällt mir nicht immer einfach, wenn es gerade so schwierig auch ist, oder nach den Mut zu haben, nach eben was zu sagen, dass mal die Perspektive auch vielleicht zu wechseln. Oder einfach einmal zu tun und dann zu sehen, dass der Mut kommt, dass die Hoffnung kommt. Und das finde ich einfach auch so eine schöne Idee, oder dass halt einfach Mut, Hoffnung Dinge sind, die wir aktiv tun. Oder jetzt so, wenn du sagst, stubborn Optimism oder wie wir sagen würden, halt einfach das Funktionierende ins Zentrum stellen. Oder das ist was, was wir tun und mit dem wird es mehr. Und das tun wir nicht alleine, sondern das tun wir im Austausch, das tun wir in Interaktion. Und mit dem verstärkt er sich einfach noch mehr. Und das ist so. Ja, das ist eines der Dinge, ja, die halt einfach auch, also Ira, wir kennen uns halt jetzt da schon sehr lang, oder die, wo ich einfach immer merke, wenn ich mit dir im Gespräch bin, dann steigt mein Mut, aber nicht, weil wir über Mut reden oder uns Gedanken darüber machen, wie wir jetzt mutiger sein können, sondern weil wir einfach Gespräche haben, wo wir über das reden, was uns Freude macht, über das, was uns begeistert, über das, wie wir die Welt sehen und was für ein Ort von Welt wir uns wünschen, oder? Und weil wir dann uns gegenseitig begeistern, wie wir durch Geschichten, die wir uns erzählen, wie wir das machen. Und mit dem gehe ich aus dem Gespräch raus und mache was anderes. Und das ist so genau das Gleiche jetzt, Tina, wenn ich von eurer Arbeit höre. Ja, also wir sind jetzt bei den Linz. Ich habe schon irgendwie genau das Überlegen. Genau. Kontaktieren. Genau. Und so einfach, da will ich mehr davon. Und da, wo sie Menschen austauschen, und ich glaube, so auch mit jedem Austausch, der stattfindet, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein nächster Austausch stattfindet. Ja. Und wir gehen anders weiter. Und dann, also ich habe so vor ein paar Jahren mal dieses Bild irgendwie so für mich entworfen, das ist ein extrem nährendes Bild für mich ist. Ich sitze ums Lagerfeuer mit so Gleichgesinnten, oder? Und dann geht man so halt immer wieder weg. Also ein paar bleiben so ums Lagerfeuer, die passen gut auf dieses Lagerfeuer, oder? Und die anderen, die gehen halt dann weg und bringen dann neue Leute wieder mit zurück zum Lagerfeuer. Und das ist so der Ort, wo man sich halt einfach nähert. Und dann geht man wieder und macht die Arbeit. Und, und das so, ja, und das wird mehr, das stärkt und es macht Freude. Also das ist so, das ist so eins der Dinge, die vielleicht für mich da auch noch reingehören, wenn es um das geht, was dann so, gerade in Zeiten, wo Krieg herrscht, wo Krisen sind, wo es wirklich schwierig ist, wo sind so die Momente, wo ich für mich Freude schöpfen kann, weil das sind Momente, aus denen ich Kraft schöpfen kann. Und das sind Momente, wo ich weiß, wenn ich da Kraft und Freude schöpfen kann, dann kann ich auch das an andere weitergeben, oder? Und also andere weiter, oder es ist ja nicht einmal weitergeben, sondern bei mir ist es ganz oft, dass das auch in einem gemeinsamen Tun entsteht, oder? Ja. Da hätte ich, jetzt liegt so auf der Hand, es gibt noch so weiß ich nicht, so wie nennt man das, Redewendungen, Spruchen, Zitaten, Slogan, den wir immer wieder dann total gern weitergeben, transportieren, immer wo stehen haben. Und das ist so dieses I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Und ich finde, das sind jetzt so von ganz vielen Richtungen, also der wäre, und also bis hin, den haben wir jetzt gerade umadaptiert sozusagen, I hear futures and I forget, bis hin zum I do futures and I understand. Ja, also das ist so, ich glaube, ja, nur kurz so eine kleine, also eben ist natürlich nicht von uns, also eben wie ich vorhin schon erwähnte, wir sind sehr gut im Fragmente aneinanderknüpfen, diebisch
ein klein wenig wie die Elstern. Ganz ursprünglich scheint es möglicherweise vom Konfuzius zu sein. Aber wir haben ganz verschiedene. Vielleicht war es auch Mark Twain oder Churchill. Sicher hat Albert Einstein, der hat alles gesagt. Nein, ich glaube, Mark Twain wird häufiger erwähnt. Ich glaube, okay. Der hat die meisten. Ein sehr guter Geschichtenerzähler. Hier sind wir wieder. Also das ist ja auch noch cool, oder? Weil es ist nicht letztlich so, dass am Ende haben sie ja, waren ja das alle irgendwie, ist ja alles schon gesagt worden irgendwo. Vermutlich, ich sage immer so, antizipative Plagiate. Aber eben, das ist vielleicht, das trifft es total gut mit, was der Dominik meinte, oder es ist so viel hier und dann ist es, oder was ihr hier so sagt, und dann ist es die Perspektive und dann ist so die, dann extrapolieren wir doch, oder? Also dann gehen wir doch irgendwie sozusagen mit, weiß ich nicht, versuchen wir die Experimente im Jetzt, ja, und dann, ja, weiß ich nicht, kann man nur dazu sagen, müssen wir halt da die Risiken eingehen, ist man jetzt zu ökonomisch, also kommt man zu sehr aus der Ecke, aber ebenso, wie schafft man es denn, dass wir jetzt in kleineren Rahmen auch Dinge ausprobieren, die wir dann halt irgendwie skalieren können, ja? ohne natürlich jemanden dabei zu beeinträchtigen. Also das finde ich halt einfach halt immer ganz wichtig. Ja. Worauf sind wir denn jetzt eigentlich neugierig gerade? Damit dass du fragst, was sind jetzt die drei wichtigsten Punkte? Die kriegen wir zusammen, das können wir, oder? Bullet List! Durchmanövriert, wir schaffen auch die drei Essenzen. Das wäre jetzt ein schönes Beispiel für, wie ist es gegangen, ich höre und ich vergesse. Haben wir schon drei, oder? Ich sehe, ich erinnere mich sozusagen und ich tue. Ja. Naja. Wie ist es denn, Ira? Möchtest du noch woanders eintauchen oder wie? Naja, also erstens mal möchte ich euch alle einladen, einzutauchen, wohin immer ihr eintauchen wollt. Das soll ganz, ganz offen sein. Also rein ich persönlich würde gerne noch einmal nachfragen, speziell bei dir, Tina, und dann auch eure Gedanken dazu, unsere Gedanken dazu. Du hast dich so ein bisschen skeptisch der Gedankenfreiheit gegenüber geäußert. Ja? Das noch ein bisschen zu umspielen und ein bisschen genauer hinzuschauen, wo du da auch die Schattenseiten siehst oder die Grenzen. Da hast du mir jetzt da neugierig gemacht, Ira. Ja, jetzt muss ich natürlich gestehen, ich meine, ein bisschen ist das halt auch so, wir haben es ja dann am Mittagstisch hier bei Time's Up im gemeinsamen Lunch noch ein bisschen angeschaut, die drei Blöcke sozusagen. Und eben, ich glaube, bei mir ist das jetzt aus so einer ganz, das ist jetzt auch nicht sehr, 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 sehr durchdacht oder sehr fundiert. Ich finde, es ist halt jetzt einfach so diese Freiheit der Gedanken oder diese Freiheit.at, was auch immer, das ist jetzt gerade so hijacked worden für mich in dieser auch, man gibt sicher weiter zurück ganz viele, noch viel bedeutendere oder vielleicht fundiertere Beweggründe, warum ich so mit der, ich sage jetzt einmal so, mit dieser endlosen oder so Gedankenfreiheit mich ein bisschen schwer tue. Weil ich, glaube ich, bei Freiheit, also auch Gedankenfreiheit, dann sofort irgendwie bei, weiß ich nicht, Freizeit, Freiheit, und dann habe ich ein großes Problem mit dem Begriff der Freizeit. Ach, das ist so ein Konglomerat, da kann ich jetzt gar nicht genau, also es macht mich ein bisschen, also Gedankenfreiheit macht mich ein bisschen ängstlich, wobei natürlich schon, also ich will mir jetzt ja nicht zu sehr widersprechen, Diversität auch im Denken unglaublich wichtig ist, keine Frage. Aber immer halt so, naja. Ich finde dennoch, also eben, ich glaube, es war das Hijacking jetzt mit ja. diesem, also das Querdenken, das Freidenken, also so dieser ganze
da ist mir jetzt irgendwie in den letzten 2 Jahren zu viel aufgepoppt oder aufgesprungen, wo ich noch nicht, also wo ich definitiv jetzt nicht unbedingt Position beziehen möchte, aber eigentlich Position verinnerlicht habe, ja, also wo ich mich eigentlich ganz klar hinstellen könnte oder möchte, aber dann aus unterschiedlichsten Gründen nicht tue. Ja, ich weiß, ich habe genau dieses Fass ganz am Anfang aufgemacht, aber jetzt mache ich es wieder zu. Okay. Nein, gar nicht. Also gerne weiter, aber ich kann jetzt meine Position dazu oder so, das, wo ich da jetzt genau stehe oder was ich genau damit gemeint habe, nicht ausführlich da jetzt darlegen oder darstellen. Ich meine, was mir jetzt gerade eingefallen ist, bin überrascht über meine eigenen Gedanken, aber das im Grunde genommen ja das, worüber wir sprechen und wie wir jetzt so unsere innere Haltung und die Gestaltung der Zukunft und so weiter angehen, im Grunde genommen ja eine Einschränkung unserer Gedankenfreiheit ist oder des freien Strömens unserer Gedanken mit dem Ziel, sie kreativ und in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Ja? Also vielleicht einfacher formuliert, ich glaube, jeder, der schon einmal meditiert hat, wird irgendwie erlebt haben, eigentlich, ich bin nicht in meinen Gedanken völlig frei. Ja? Also ich kann nicht das denken, was ich will, sondern meine Gedanken denken mich quasi, wenn sie wollen. Und da kommt halt plötzlich irgendwas, ja? Quellwolken auf. Ne? Und alles das, was wir jetzt besprochen haben, auch dieses, wir entscheiden uns bewusst dafür, wohin richten wir unsere Aufmerksamkeit und sprich in gewisser Weise auch, was denken wir oder was wollen wir denken und was nicht. Ja? Finde ich, ist ja so eine freiwillige, ich will nicht sagen Selbstbeschränkung, aber Selbstlenkung. Das finde ich jetzt eine interessante Erkenntnis oder für mich einmal Arbeitshypothese oder so. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich bin auch sehr skeptisch, was diese Freiheit, Gedankenfreiheit anbelangt, weil ich davon ausgehe und das natürlich mit dieser Sichtweise auch so erlebe, dass ich natürlich ja, von ganz vielen beeinflusst bin. Und wenn jetzt du eine Frage stellst, Ira, dann ist natürlich das, lenkt das dann meine Aufmerksamkeit, meine Antwort, meine Gedanken. Und genau gleich jetzt dieses Gespräch hier, das beeinflusst mich wieder, um da auch wieder weiterzugehen. Und was für uns so sich auch in den letzten Jahren immer wie mehr gezeigt hat, dass wir nichts alleine tun, sondern dass wir es miteinander tun. Wir führen Dialoge miteinander, wir leben miteinander. Und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt alleine lebe oder in einer Familie oder sonstigen Gemeinschaft. Das ist ja alles miteinander. Also ich finde es auch nicht so meine Welt, das so mit alles in verbunden und so zu beschreiben. Aber trotzdem mache ich es irgendwie. Also wir leben miteinander, wir sprechen miteinander und wir sind eben jetzt auch in, also wir können gewisse Gedanken, die andere Kulturen, Länder, Denkwelten, die können wir gar nicht denken, weil wir ja da bei uns wohnen, jetzt mit uns leben, in unserer Welt, mit unserer Erfahrung. Und da bin ich schon sehr skeptisch. Nicht nur, dass wir es nicht unbedingt immer intentional machen können, also wir können nicht die Gedanken, nicht immer, also teilweise geht es vielleicht, aber das denken, was wir wollen, sondern dass wir auch in dem denken, was wir wollen, ja, einfach sehr geprägt oder eingeschränkt oder beeinflusst sind von dem, was wir gerade halt erleben und erlebt haben. Und da ist natürlich schon spannend, auch so diese Neugier, was wohl für Gedanken möglich wären, wenn das anders wäre. Also Elfi hat immer so die Geschichte erzählt, das Kind, dass sie immer gewusst hat, dass sie fliegen kann. Mhm. Und das aber das gar nicht, das ist gar nicht, also das können wir gar nicht, oder? Weil wir eben vielleicht auch in dieser anderen Gedankenwelt leben. Vielleicht kannst du es besser erzählen, aber es hat mich immer so cool. Oder so. Ja, was wäre dann möglich, wenn wir es wirklich anders denken könnten, vielleicht auch? Oder die Freiheit wirklich hätten, das anders zu denken. Ja, das ist so, das kommt mir halt eben auch so in den Sinn, oder wenn ich so
zuhöre, diese Idee von Gedankenfreiheit, und dann gibt es so all diese Gedankenfreigeister, die ihre Gedankenfreiheit pflegen, und dann schaust du auf Facebook und die erzählen da freie Gedanken und dann siehst du, dass alle genau die gleichen Posts in ihren freien Gedanken machen, und dann finde ich das ja echt erstaunlich bis schwer bedenklich, dass man ja, wie weit wir uns einreden können, wie frei unsere Gedanken sind. Und ich tue mir wesentlich leichter mit der Idee und also mir ist jetzt so nochmal so dieses Bild gekommen oder so, im Improv-Theater spricht man ganz viel von Struktur und Freiheit. Und das ist was, wo für mich so schon, also jetzt irgendwie, oder im Denken, in dem so in der Art, wie wir jetzt gesprochen haben, scheint, also in der Art, wie wir tun auch, ja, also ihre, wie die kennen, Tina, was ich von dir jetzt gehört habe und von Dominik und mir weiß, oder? Wir geben uns eine Struktur, weil wir in eine sehr bestimmte Richtung denken wollen. Und das ist eine Entscheidung. Und diese Struktur, die erlaubt uns aber ganz viel Freiheit und die erlaubt uns auch, vielleicht auf Gedanken zu kommen, die wir vorher nicht so gedacht haben. Und dann ist so die Frage, oder geht es jetzt wirklich darum, Gedankenfreiheit irgendwie zu haben, ja, was auch immer das dann genau bedeuten möge? Oder das finde ich viel spannender, oder wie kann es uns gelingen, vielleicht sogar wirklich neue Gedanken zu denken? Also, aber nicht weiß, ob das möglich ist oder nicht, aber zumindest in der Konstellation, in dem Moment, mit dem, wo wir in der Welt jetzt gerade konfrontiert sind, da gemeinsam einen Dialog zu gestalten, der es erlaubt, dass wir auf Gedanken kommen, die uns gemeinsam wohin führen, eben wo uns nützlich erscheint, als das, was jetzt da ist im Moment. Das finde ich viel spannender, als mir zu überlegen, muss ich jetzt Gedankenfreiheit haben. Ja? Also das so, ja. Ja. Und da bleibe ich ja neugieriger. Also ich. Weil es eine Richtung hat, eine Struktur, genau. Dann für die Freiheit. Ja, ihr Lieben, ich habe das Gefühl, wir sind viele Runden gegangen und haben uns dem Thema von vielen Seiten angenähert. Und ich denke, es wäre ganz gut, es hier auch stehen zu lassen. Es war wunderschön und inspirierend mit euch. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr eingebracht habt, eure Zeit, eure Weisheit, euer Staunen, eure Neugier. Ich kann nur Danke sagen. Danke dir, Ira, für den schönen Raum und auch, dass du uns die Tina vorgestellt hast. Und für das, also euch allen, für das schöne, inspirierende Gespräch. Und das ist für mich so ein schönes Zeichen von dem, eben wie man miteinander oft auf mehr und auch auf bessere Gedanken kommen. Mehr Samen sehen. Also danke. Lass uns Samen sehen, genau. Ja, auch von meiner Seite, also herzlichen Dank. Und ich finde, es hat ja, also es trifft ja das gesamte Thema der Offenheit sehr schön. Also ich glaube, das war jetzt so dieses, man kann, muss und vielleicht soll gar nicht immer alles ganz auslinieren, sondern auch diesen Mut zur Lücke vielleicht sich zu bewahren. Sich selbst und natürlich dann auch noch um Interpretationsspielräume für alle anderen, die vielleicht einhaken möchten, dann zu belassen oder halt eben offen zu lassen. Ja. Nicht immer ganz danke. Dicht sein, jetzt kann ich dem ganz viel Sinn geben. Genau. Cool. Okay. Dann alles Liebe für euch und auf bald. Danke. Ciao. Tschüss. Danke. Ciao. Bye. Ciao.